Willkommen zurück zu Skyrim Special Edition. Ich bin euer Firobo und ja, wir haben ja gerade hier alles mal niedergemetzelt, sagen wir es mal so einfach ausgedrückt. Gucken mal, was wir hier so finden. Nehmen wir alles mit hier. Zack, alles meins. Danke, danke. So, einen Gegner haben wir noch über. Sollten wir zumindest, was wir hier für ein Schlachtfeld haben. Oh. Da, oh, guck mal, sie kuscheln. Dann stehen da noch Looten. So, dann haben wir noch hier. Haben wir noch irgendwas hier? Das ist natürlich eine Truhe. Nehmen wir alles mit. Eine Kartoffel nehmen wir mit. Lecker, lecker. Yum, 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 yum. Wir haben uns auf jeden Fall mit dem Sneaky. Habt ihr mir gerade einiges an Gegner gespart, glaube ich. Eine Expertentruhe natürlich, aber hey. Ich bin ja was. Was wäre ich denn für eine Experte, wenn ich die nicht aufkriegen würde, ne? Alles mal. Und ich kann mich nicht bewegen. Nice. Gut, dann sortieren wir jetzt mal aus. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. So, das brauchen wir nicht. Wie immer, das behalten wir mal. Wie immer, ne? Eisendolch kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Stab behalten wir allerdings. Stahldolche, 5 Stück haben wir. What the fuck? Stahlschwert. Na, den Dolch behalten wir. Vulkanglas wollten wir auch einfach mal. Und das ist verzaubert, das wollten wir auch auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Hut, Kleidung, Pelze, Pelzstiefel. Ja, verzaubert ist auch wollten wir auf jeden Fall. Stiefel, wow. Dann nehmen wir einen verstickten mal einen Helm. Ja, verzauberte Stiefel, das war wieder gut. Und abgeschworene Klamotten hier, ganz viele. Batsch. So, schon. Schon fühlen wir uns besser, ist dann auch noch was. Naja, hier ist noch eine Kiste. Aha. Wir mitnehmen, wir mitnehmen, wir mitnehmen, wir mit. So. Dann gehen wir jetzt nach da oben. Killen noch den einen verbliebenen. Warte, ist hier irgendwie was? Ein Fisch zumindest. Noch ein Fisch. Warum kann man hier rein? Oh, was ist denn hier? Kann es irgendwie öffnen? Scheinbar nicht. Schade. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir hier lang. Hier haben wir noch ein paar getötet, glaube ich, oder? Jemanden hier getötet? Ja, da haben wir doch jemanden getötet, wusste es doch. Haha, ich bin nämlich ein Killer, 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 Killer. Hier ist so ein riesengroßes Zelt, hier muss was drin sein. Nein. Was war das? Ach, da. Ein Stahlfeuer hat er. Hallo? Lebt hier jemand noch? Haben wir jetzt hier alles getötet? Ja, einer lebt er noch. Oh nein, ist eine böse Ziege. Wie scheint es, was haben wir noch? Meins, meins. Eine Säge. Hm. Oh. Tränke einfach hier rumliegen. Nice. Ich denke mal, ihr kriegt das doch hin, oder? Du kannst während des Kampfes nicht tun, na gut. Was ist denn los, Ciri? Tch. Da komm ich einmal an und mach alles schön fertig hier. So, geht's gut? Na gut, dann. Ach, scheiß auf das Silber, braucht wenig. Entschuldigung, Ziege, aber ich brauch deine Hörner. Jawohl. Ja, guck mal, die kuscheln auch. Starkes Gift, Nordmade, Stahlpfeil, abgeschworenen Pfeil. Was hast du so? Stahlpfeil, abgeschworenen Pfeil, okay. Ich würde gerne meine. Danke. Meine Pfeile aufheben, die ich hier verballert habe. Boah, was sei ich für ein grottenschlechter Schütze, ey. Guckt euch das mal an, ne? Hier bei meine Pfeile stecken müssen. Ach, hier haben wir dich noch. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Oh, ein E-Mails-Deutsch, das ist ja schön. Auch nochmal ein Pfeil, ey. Eieiei, gut, dann machen wir eine Schnellspeicherung. Hier noch irgendwie Pfeile rum von mir, da stecken hier Pfeile rum drin. Würde mich nicht wundern, wenn. Doch, ey. So, dann war noch ein bisschen Erze, das brauchen wir nicht. Hallo, lebt hier jemand? Ne, schon mal nicht. Zack, 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 danke. Komm ich eigentlich hier, wenn ich hier lang gehe?
Würde mich mal interessieren. Anscheinend komme ich hier zu. Ah. Okay. Gibt's hier auch noch Gegner? Die man killen muss, oder wie? Das ist ja hier bestimmt irgendwie noch so eine Hexe oder so. Oh, guck mal, sogar zwei und... Oh. Warte mal, ich will mir das mal, ne? Das haben die da gerade gesagt. Ich will wissen, was passiert. Sorry. So. Das interessiert mich dann doch schon, muss ich gestehen. Gucken wir uns erstmal noch hier oben in den Misch. Kann da nämlich einfach weitergehen. Abgeschworener Bogen brauchen wir nicht. Auf jeden Fall wissen wir, kriegen da auf jeden Fall noch ein Wort gelernt. Hm, Lachsbraten. Lecker, lecker, lecker. Hier ist eine Schmiede, okay. Da hätte ich mich jetzt nicht extra mal hier für zurücklatschen müssen. Hätte ich gewusst, aha, hier ist nichts mehr so tolles. Gut. Dann laufen wir jetzt weiter. Oh, ich mache Geräusche. Ich wecke die Toten wieder zum neuen Leben. Hier war ja nichts, genau, hier war nur das. Zack, zack, zack mitnehmen. So. Ja, ja, ich weiß, ich habe noch einen Punkt, den ich vergeben kann. Wahrscheinlich habe ich sogar vielleicht sogar inzwischen zwei Punkte. Ich weiß das schon, so generieren. Kann ich da eigentlich so automatisch runterspringen? Ist ja mal interessant zu wissen, oder? Wir gehen mal hin. Oder vielleicht werden wir runtergekickt. Man kann da runterspringen. Ah, können wir hier ein Achievement? Wow. War auf jeden Fall geil. Sophia mitgesprungen. Egal, ich habe keinen Bock, den ganzen Weg mal hochzuladen. Deswegen machen wir einfach mal eine Schnellladung. Eine Schiebe gibt es dafür scheinbar nicht. Schade. So. So, was haben wir hier? Herz vom Dornen. Hm, alles meins. Im Leben abgeschworene. Erhebt euch also. Von den Toten. Blut von unserem Zerblut. Okay, ich dachte mal, du machst was Cooles. Das ist alles. Ihr habt nur einen Gegner beschworen. Und. Oh. Ich dachte, wir würden sie köpfen. Ja. Was haben wir hier? Nix interessant. Das ist da. Menschliches Herz. Okay. Da ist er. Dornherz, Geld. Oh, ey. Wir haben wenigstens ein Wort gelernt wieder. Ja, ich dachte, passiert noch irgendwas Cooleres. Ach, hier haben wir jetzt das Ding noch nicht entdeckt gehabt. Okay. Million. Ui. Sehr schön. Auch eigentlich wollte ich ja dahin. Stimmt ja. Jetzt aber wie das alles so interessanter. Ups. So, schnell speichern. So, wir haben neue Schreie gelernt. Schon mal Druckwelle, Eisform. Entwaffnen haben wir sogar ausgerüstet. Okay, Feueratem, Feueratem. Den machen wir mal. Frostatem müssen wir noch bekommen. Todeszeichen. Zeitflang. Athetisch geschaltet. Der Turm greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden, noch jemanden verletzen. Oh. Ja, dann schalten wir das mal frei. Danke. Da rüsten wir den Feueratem aus. Den haben wir jetzt geupgradet auf 2.0. So, oh, guck mal, ich so von der Küste in einem Wäldchen. Oh, nehmen wir einfach mal mit. So, dann haben wir hier noch was. Ah, oh, hier geht es da weiter. Nein! Ich würde mich echt interessieren, habe ich damals alles erkundet gehabt? Bei Skyrim? Was ist das? Mach noch eine Hexe. Hm. Was haben wir hier noch so? Ein Balsamierungswerkzeug.
Scheiße, wenn man das ganze Zeug nicht aufheben kann, so. Oh, ein Buch. Nehmen wir mit. Ein Heiltrank. Der Wettner greift mich an? Doch nicht. Okay. Ich hätte eigentlich erwartet, dass mich angreift. Oh, mein Geldbeutel. Ja, 22 Gold, ne? Ist immer nicht so viel Geld oder so. Nee, nee. Hier runterspringen, das wäre viel mutiger. Ich könnte behaupten. Zumindest mal, gerade mal von hier. Gerade mal. Gedenkstätte so. Was ist das? Was passiert jetzt hier? Wow. Kaputte Falle. Glückwunsch. Was, oh, was haben wir denn hier? Ah, das erzählen wir mal mit. Das brauchen wir für Schlösser machen. Und wenn wir ein Haus nochmal bauen, dann wissen wir auf jeden Fall, wir müssen noch jede Menge Schlösser knacken. Gut, gut, gut. So, wir haben noch einen Schrott aufgehoben, das weiß ich ja. Hier ein Teller zum Beispiel. Was haben wir noch so aufgehoben? Eine Scheiße, ja, ein Balsamierungswerkzeug, genau das haben wir aufgehoben gehabt. So, da braucht man. Könnte eigentlich auch noch was wegschmeißen, aber egal. So. Gut, wir gehen jetzt hier lang. Wir wollen jetzt da. Die Mine ist das, glaube ich, ne? Will ich machen. Dann wird da endlich. Aber ja, von hier kam ich auch nicht ran, ne? Stimmt ja. Von wo soll ich denn da ran? Ne? Wahrscheinlich von hier so, ne? Ja, mal wesentlich mehr. Warum hat er jetzt da eine Markierung auf ihn gemacht? Da war noch ein bisschen weiter. Wir haben echt noch so viele Orte zu entdecken. Wahrscheinlich sind hier auch noch alles voll so. Ach man, ich bin so faul eigentlich, was das angeht. Aufstieg des Alten. Ja, da gibt es auch noch was. Festung, bla bla bla. Ach man. Na gut, dann gehen wir erstmal jetzt hier hin und hoffentlich haben wir da einen kürzeren Weg. Du kannst eine Fülle von Geschenken für deine Kinder finden, herstellen oder kaufen, darunter Spielzeugkleidung und Süßigkeiten. Wett. Meine Kinder müssen hart arbeiten. Und das nackt. Einfach nur, weil ich das kann und will. So. So ein Leiden. Dann fange ich ihre Tränen auf und ergötze mich daran und werde sie schlürfen, als wäre es der süßeste Wein, den es gibt auf der Welt. So. Das ist mein wahres Wesen. So. Ach. Dann machen wir nochmal schnell speichern. Hallo. Knock, knock, der Fio ist da. Wir machen mal ein bisschen Heilung wieder. Ich kann mich nicht mit Feuer hier viel reißen, wieder. Lassen wir die Spielchen. Du Hacker! Nicht durch die Wand. Verstanden? Tränke. Überstreifen, Tränke. Warum haben die so viele Bögen? Aber Pfeile haben die jede Menge. So, was haben wir hier noch? Es ruckelt wieder leicht. Schon ein bisschen nervig, aber egal. Ah, eine Kiste. Zack, auf damit. Meins, meins, meins. Das kannst du behalten. Wollt ihr mich nicht angreifen oder so? Gut, dann geh ich halt hier weiter hoch und kille euch einen nach dem anderen. Der hier keinen gescheiten Angriff hinkriegt. Hinter dir! Wow, hallo? Ich stand gar nicht hinter ihm, aber egal. Oh, 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 oh! Oh la la! Was geht denn hier ab? Die gehen aber ganz schön ran hier, die beiden. Die haben Spaß, wie scheint. So, was haben wir denn hier? Wir könnten was einschmelzen, was wir einschmelzen hätten. Was habt ihr denn hier so? Ja, nichts Interessantes. Zri, kannst du mal die Schnauze halten? Danke. Ich versuche hier nämlich ein bisschen was zu erklären und meine komischen. Manche Sachen sehen sehr verzogen aus. Haben wir es jetzt? Wir haben es. Gott sei Dank. So, was haben wir denn hier? Das, ah, nehmen wir alles mit. Gut, dann sollen wir jetzt da rein, wie es scheint. Dann gehen wir doch mal da rein. Klapp, klapp. Gallenschluchtmine.
Keller. Ah, es lebt doch jemand. Ich wollte schon sagen, als ob hier niemand lebt. Na, machen wir mal hier mit Bogen. Ich denke mal, dass das so krass wird. Bring es alleine. Was? Okay, wie einfach mal ein Pfeil durch seinen Kopf durchgegangen ist. Ah, nehmen wir alles mit. So. Dann nehmen wir noch hier das ganze Zeug mit. Ah, haben wir noch mal was für Falkenring getan. Noch mehr Leichen für den Friedhof. Alles klar. Ach man, die lachen mir zu viel, die Leute. Wir müssen traurig sein, wir sind ja in Skyrim. Bin ich der Meinung, Kappa. Wir finden sehr viele makellose Sachen hier. Aber soll mir recht sein. Finde ich gut. So, was haben wir hier noch so? Hallo? Ich dachte gerade, das wäre Menschenfleisch. Ach, guck mal, das ist mein Pfeil. Perfekt ins Loch eingelocht. Haha. Oh. Wow. So. Was haben wir noch so? Ein Buch. Schade. Statt vielleicht können wir Level up und viel, ganz viel zum Abbauen. Natürlich. Es ist echt so. Skyrim ist echt das beste Let's Play. Man kann sich einfach zurücklehnen, weil es eine Taste drücken. Wartet 5 Minuten gefühlt und dann kann man die nächste Taste mal drücken. Bevor muss man sich nochmal bewegen. Wenn man Glück hat, so wie jetzt hier, dann geht das auch nicht weg. Dann kann man sogar an einer Stelle stehen bleiben und direkt 2 Dinger machen. Statt so 10 Minuten Playtime, ohne irgendwas zu tun. Nice. Qualitatives, hochwertiges Gameplay. Way. Die Ziele mal hin, Quer guckt so. Gehen wir endlich mal weiter. Nein, Ciri, wir bauen hier alles ab. Denn wir müssen das Let's Play strecken. Ja, Skyrim würde in Wirklichkeit eigentlich nur 100 Folgen gehen, aber weil ich so viel Erz abbaue, geht's in aber einfach 400 Folgen. Einigen wir uns darauf. Ich muss sagen, aber bis jetzt habe ich echt noch nicht so viel Playtime. Wie gesagt, ich bin jetzt bei. Wir sind ja jetzt bei so circa. Was ist das jetzt? Die 109. Folge, glaube ich. Circa um den Dreh so. Oder 110. Auf jeden Fall sowas um den Dreh. Und ich muss sagen, ja, die 110. ist das hier, glaube ich. Meine ich. Ich hab heute schon 2 Stück aufgenommen und ich habe bis 107 fertig. Ne, bis 108 habe ich fertig gemacht. Aber ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe viel mehr, was ich bis jetzt geschafft habe. Kommt mir das vor, als hätte ich viel, viel weniger Playtime benutzt. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch noch sehr viele Orte nicht erkundet. Von daher, wenn wir das alles machen würden, ich habe ja damals wirklich sehr viel alles erkundet, möglichst viel erkundet. Muss ich gestehen und da hat man sich auch mal in irgendwelchen Labyrinthen und so weiter festgebissen und weitergesucht und so. Ach ja, ich weiß noch, das waren noch Zeiten. Wir brauchen immer noch einen Ersatz. Ich wollte eigentlich einen Ersatztyp noch finden. Naja, machen wir. Wenn es geht, versuch's nach der Folge. Ist einfach mal jemand Neues sehen. Weil Lightning war zwar cool, aber sie stand immer am Weg und hat genervt. Und vor allem die anderen 3 kann ich einfach so mitnehmen. Sieht sehr merkwürdig aus. So, hier sind wir fertig. Du bist tot, ich nicht. Haha. Jetzt kommen wir nach Falkenring zurück, denn wir haben unsere Quest erledigt. Und haben wir noch irgendwas Unentdecktes? Ne, haben wir nicht. Okay. Wir haben alles entdeckt hier in der Nähe, wie es scheint. So, haben wir auch alles gelootet. Was mich allerdings wundert, ist ein Drachenangriff. Den hatten wir schon länger nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein wenig nach Falkenring reise. Falkenring. Ja, ich möchte schnell reisen. Danke. Aber da in der Nähe haben wir eigentlich auch alles gemacht, ne? Ich muss echt mal so einen Trip durch die Welt von Skyrim machen und einfach mal gucken, was man alles entdeckt. Wahrscheinlich werde ich von einem Ort zum anderen geschickt. Ich habe dann in Wirklichkeit noch voll wenig entdeckt. Und so. Dann gehen wir erstmal hier das Tagebuch abgeben. Bei dem Herrn Totenbestatter. Warum regnet es eigentlich schon wieder? Ich wollte eigentlich so mal hier
gechillt mal schon das Dorf zeigen, aber nö, es regnet einfach. Finde ich nicht so cool. Na, wo bist du denn? Es ist so schön, euch wiederzusehen. Du bist verantwortlich für den Friedhof hier in Falten. Krieg ist für Falten. Danke. Bitte. Darin habe ich vieles aufgeführt, was ich bedauere und nicht vergessen will. Hier, das habe ich euch versprochen. Okay, 1500 Gold für neues. Ja, was ist das mit dem ganzen Geld? Ich habe so viel Geld. Ist irgendwas von mir? Mensch, ach, hier ist noch was. Da, und da, und da, und da, Hilfe. Wenn ich schon gucke, wahrscheinlich schon die, ja. Wahrscheinlich steht die ganze Reihe alles noch voll. Und da haben wir auch noch jede Menge. Und da, bah. Aber haben wir schon einige Orte entdeckt. Wir sind wahrscheinlich beim meisten einfach nur vorbeigelaufen. Aber hier haben wir überall abgeschlossen und stehen. Das finde ich zumindest schon mal erquickend. Wir haben noch letztens hier irgendwie eine. Ah, da. Achso, ne, das war einfach die Hölle. Waren die Festung gemacht haben, war das die? Sonnenwacht? Nein. Dunkel gab es auch nicht. Nebelbanaturm, was ist das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir da abgeschlossen drin stehen. Das finde ich. Ah, da, die Festung Bochzahn, die haben wir gemacht, genau. Steht abgeschlossen drin, okay. Steht auch überall abgeschlossen dran. Hm. Na gut, solange wir das abgeschlossen haben, ist alles gut. Nein, ich würde gerne den. Nein! Ich will die Marke entfernen, danke, ja. So, wir wollen noch eben das abgeben. Wer bist du denn? In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Okay, wer bist du? Ihr werdet feststellen. Wieso kenne ich schon alle? Ich war nur in der Taverne gewesen, mein Gott. So, was haben wir denn hier für Leute? Ihr braucht ja. Hallo, wo bist also du denn? Ja. Hä? Okay, mit dir kann ich nichts machen. Mhm. Werft einen Blick darauf. Bist du der Schmied? Scheint so. Die Tresche, Eisen, okay. Du hast irgendwie sehr viel. Zauberbücher, haben wir irgendwie Teleport? Lautlosigkeit haben wir, Zombie, warum so viel? Was ist das für ein Händler? Schriftrollen. Krasser Händler. Bis zum nächsten Mal. Hilfe, wer bist du? Stahl ist gut, Loyalität ist besser. Ich war viele Jahre den Geiers Leibwächter. Ach, du bist doch der Schmied. Du bist der Schmied, den wir dem Hund bringen sollen. Warum sollte ich sowas wohl tun? Des Geldes wegen? Weil ich einen Eid geschworen hatte? Nein. Weil er ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. Ja. Tja, es ist vollbracht. Es wird Zeit weiterzuziehen. Herzlichen Dank. Hier. Es ist nicht viel, aber nehmt es bitte. Okay, was jetzt? Gehst du jetzt? Der Krieg lässt Himmelsrand blut, nur innerhalb der Mauern. Falkenring besteht größtenteils aus Wildnis und wer Ärger sucht, wird ihn schnell finden. Okay, du hast jetzt ab. Mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Hm? Okay, okay. Kann ich schon? Braucht etwas? Wer bist du? Ich kann dich beklauen. Meins, meins. Im Namen des Jahres keine Bewegung. Ich hab nichts getan. Lässt sich einrichten. Das ist hey, jemand muss mir helfen. No! Oh, I think it's a broken nail. Da haben wir jetzt. Wo? Wie viele kommen denn hier? Okay, wir gehen mal. So. Wow, 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 Hilfe. Was ist hier los? Ja, aua. I don't want a knee, mein, ever in my knee.
What the fuck, wie schnell bist du mit? Lauf doch! Aua. Ihr Feigensäue, schießt mir einfach einen Pfeil in die, an die Schulter. Blub, blub, blub. Okay. Aber wir könnten eigentlich gegen die gewinnen. So, eigentlich werde ich beklauen. Okay. Was kann ich für euch tun? Was hast du so? Dietrich, Gold. Ist das noch so gekocht? Oh. Lass mich in Ruhe. Ach Mann, warum werden wir denn jetzt immer erwischt? Ist ja doof. So, was bist du mit dir hier? Dietrich, Gold. Und so, was hast du so? Als ob die jetzt jedes Mal das bemerkt. Dumme Bitch. Oh. Lass die Finger davon, bla 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 bla. So. Jetzt entdeckt die uns jedes Mal, oder was? Wird schon mal eigentlich verarschen. So, hier, gib mir das, das, danke. So, speichern, so, dann dich. Speichern. Danke. Ups. Falsche Taste. So, warte, speichern erstmal. So, was hast du denn so? Das ist sehr viele. Können wir den klauen? 28%. Silberring brauchst du wahrscheinlich nicht. Machst du Vulkanglasstiefel an? Den Goldring brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Wer bist du denn? Du siehst überarbeitet aus. Wo läuft sie jetzt hin? Ich glaube, sie hat Angst vor mir. Schade. Okay. Ja, bitte. Nix, nix. Ich schau mich einfach nur ein bisschen hier um. Na, schade. Na gut, lassen wir die Zeug mal. Vielleicht ist sie noch ein wichtiger Charge, weiß es nicht. Könnten wir die eigentlich nichts klauen an Klamotten? Was braucht ihr, Augenweide? Deine Klamotten. Du bist mir zusammengezogen. Ihr braucht etwas? Geh doch mal weg. Husch. So meine ich das jetzt nicht mit, geh weg. Ah. Ja. Kann ich etwas für euch tun? Nee. Alles gut. Braucht ihr etwas? Bin ich da. Ups. Ja. I suppose being so. Married now means I can shout at you all I want. Ziegen sind hier ziemlich nervig. Haben wir dich eigentlich schon durch? Ich glaube, dich haben wir noch nicht gelootet, ne? Nur die Mutigen sind in diesen Tagen. Zack und, oh ja. Zack, meins. Auf der Straße unter. Das ist mir noch so. Dort nehmen wir mit. Danke. Was hier? Der Krust war das. Der hat hier sowas dabei. Das ist in Wirklichkeit Snap. Brüter Team, guck mal. Lederarmschienen hat er noch dabei. Was hat er noch so dabei? Hier, was hat er noch so dabei? Hier so Klamotten von einem Tavernenmädchen. So, dann noch sowas hier. Wo sind jetzt die Stiefel? Da haben wir 7. Können alles haben. Bäm. Ja, guck mal, was der alles dabei hatte. Krasser Typ, ey. Alles geklaut. Was haben wir noch so hier? Totenbeschwörerstiefel. Feig. Ich stecke es ihm zu, ja? Also wiederhole, ich stecke es ihm zu. Ich gebe ihm also was. Der nennt mich einen dreckigen Dieb. Interessant. Interessant, ne? Aber na gut, so. Ach, was ist da hier hin? Ja. So, ach, ich spreche mal. Danke, danke, danke. Ihr braucht etwas? Ja, ja. Schön. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Hier, ihr habt euch eine... Warum redest du plötzlich in Englisch? Wisst ihr was? Ich mag euch.
Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Nee. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Oh, das ging aber schnell. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. Das ist, An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tarne. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tarne. In Spochland. Dann macht euch auf den Weg. Oh, guck mal, 2 von 3 haben wir schon gemacht. Besucht mich doch mal wieder. Sieggeier handelt mal. Es gibt zurzeit leider kein Haus, aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, oh, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Na, nimm ich auch. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier Großgrundbesitzer ist die Besitzurkunde eures Hauses. Folgt der Straße von Falkenring nach Osten und nehmt an der Kreuzung die Straße nach Norden. Nach Kiefernbach müsst ihr euch links halten. Die Wachen wirken heute etwas nachlässig. Ich will, dass ihr ihnen ihren Monatszeit kürzt. Sir, ich will sie ja gerne auf Vordermann bringen. Aber angesichts des Krieges halte ich es für unklug, ihren Sold noch weiter zu senken. Wir können keinen unserer Männer verlieren, wenn wir Falkenring schützen wollen. Ich hätte gedacht, ein Mann mit eurer militärischen Ausbildung würde mit wenigem auskommen. Aber so sei es. Interessant. Ja, die Wachen ein bisschen komisch gucken. Ja, kurz mal alles. Hallo, du. Ja. Also gut. Also gut, genau. Was hast du denn so? Ein Dietrich, Geld. Nimm ich mit. Danke. Wäre mir eine Freude. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich bin eine kleine Zicke. So. Ihr braucht etwas? Ja, lass mich in Ruhe. Cool. Danke. So. Jetzt geht's einem schon viel besser. Hallo, die Dame. Was haben wir denn hier? So, wir schauen uns jetzt mal einen Falkenring ein bisschen um. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Danke. Ich habe noch einiges im Lager. Oh, ups, das wollte ich eigentlich nicht. Was haben wir hier so? Speichern lieber vorsichtshalber mal. Widerwärtiger. Habe ich ja gesagt, wir speichern lieber mal. Danke. Dann können wir die Klamotten nicht klauen. Oh, das war knapp. Wieso werden wir mal gesehen und mal nicht? Hey, Hände weg! Ach, war ja klar. Hey, Hände weg! Oh, nö. Hey, Hände weg! Ach, Mann! Komm schon. Ich will doch nur ein bisschen klauen, Mensch. Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Fallmann. Neues. Vielleicht jemand, dem ich etwas mischen soll? Nö, ich denke mir das nur, wie breit das klauen kann. Mehr mache ich hier nicht, keine Sorge. Alter, hast du hier viel Zeug. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Bestimmt. Ach, mal Geld. Lasst es mich wissen, wenn ich euch hilflich sein kann. Naja, ich schaue mich nur mal ein bisschen in deinem Haus hier um. Das Geld hätte ich auch natürlich, dein Laden ist. Oh, nett. Oh, Stroh. Stroh nehme ich gerne mit. So, ich speichere nochmal. Ich hatte gerade hier einen Stab auf dem Rücken. Was haben wir hier? Macht euch keine Sorgen wegen des Namens meines Ladens. Ich habe eine Menge zuverlässiger Mittel und Heiltränke im Angebot. Ich werde gerade zu oft gesehen. Können die alle sich mal bei mir verpissen? Die Krieger von Falkenring kehren. Werft einen Blick darauf. Die haben ja schon geredet. Was hast du denn so? Mann! Werft einen Blick darauf. Was hast du denn so für Bücher? Brauchen wir nicht. Uninteressant. Bis zum nächsten Mal. Wer bist du? Ich wäre ja fast geneigt, euch zu bitten, mich auf eines eurer Abenteuer mitzunehmen. Aber ich kann Valga nicht einfach so im Stich lassen. Kannst du es nicht? So. Wenn diese Nord- oder das Kaiservolk auch nur einen Hauchrückgrat hätten, wäre dieser Krieg schon vorbei. Seht euch um, solange ihr wollt.
Naja, mach ich auch. Schon hat nur nicht gesehen werden. Beim Klauen. Oh, jetzt sehen sie mich nicht mehr. So schön. Glas, nett. Lass mich gerne mit, danke. Was haben wir noch so? Zock, zock, zock. Einfach alles mal mitnehmen hier. Danke, danke. So, was haben wir hier noch so? So, wir machen eine Schnellspeicherung. Schön, dass er mich dabei nicht sieht. Oh, ist ja leider nichts drin. Wieso sieht die mich jetzt? Ich verstehe deren Logik nicht, wie sie mich sieht und mal nicht. Ups. Oh, ein Buch. Okay. Warte mal, hier sieht die mich nicht. Allen Ernstes, hier kann sie mich nicht sehen. So, gut dann. Bei Schorsgebeinen, ein hübsches Mannsbild in Faltenring. Naja, hat's mich wohl gern, ne? Aber kriegst mich nicht. Nee. Gut, haben wir den Laden ausgeräumt. Auch wenn es ein bisschen komisch war, aber gut. War halt mal komisch. Komisch. Und es regnet immer noch oder schon wieder. Ich weiß es nicht. Sie waren in seinem Laden noch gar nicht drin, ne? Oh, ich hätte vielleicht unbedingt drauf losstimmen sollen. Wo gehst du hin? Na, ich weiß doch. Aha, aha, ein Brief. Geld, nice. Ach, come on. Als ob das jetzt mit dem Schlüssel schwerer ist, Schlösser zu knacken. Eben ja, so. Müssen mich mit. Was haben wir? Malerhandschuhe. Ist ja langweilig. Ist auch langweilig. Sophia, ne, stehst du mir im Weg. Wie so oft. Oh, danke. Machen wir gerne. So, was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht. So, was hast du da drauf liegen? Leichtrüstung. Da können wir nichts für. Schade. Gut, Sophia, hör auf, mich rumzuschubsen. Das wäre so nett. Danke. So, ich könnte natürlich hier noch jemanden suchen, aber stimmt, wo ist denn hier die Taverne? Das ist wahrscheinlich die Taverne. Waren wir hier schon drin? Ich überlege gerade. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja, hier waren wir drin. Hier ist aufs. Ach, das ist der. Was hast du denn so zu uns? Seid gegrüßt. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Okay, Dietrich hast du, wow. Der hat ganz viele Ziegenhörner. Ach komm, kaufen wir mal. Scheiß drauf. Stroh hat auch ganz viel. Was ist denn so für Bücher? Flamme und Frostbiss haben wir da doch schon. Tränke hat da noch ein paar. Ja. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedanken. Bin ich voll? Oh, ich bin voll. Sind die Zingern da so schwer oder was? Oh, ein Gewicht quasi wegen die, okay. Da müssen wir mal was ablegen. Hoffentlich können wir was ablegen. Eben jetzt. Ein Elfendolch brauchen wir nicht. Ja, das verzaubert, den will ich gerne behalten. Nordhammer will ich auch gerne behalten. Die will ich auch gerne behalten. Okay, ich habe hier noch Vulkanglas, was ich nur vollzweck tun kann. Was haben wir hier noch so? Ebenerz. Gravierte. Nee. Das will ich auch gerne alles behalten. Da, die Tavernenkleidung brauchen wir zum Beispiel nicht. So, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwie was gehabt jetzt eigentlich? Smaragd, Schneepelz, Rubin. Das brauchen wir. Holzteller brauchen wir zum Beispiel auch nicht. Glas. Wir haben jetzt noch vier Stück.
Essen. Haben wir zu viel Essen dabei? Njum, njum, njum. So, das macht es zu wenig weg, glaube ich. Oder? Wildbret, das ist noch hier. Ja, wir können es dann mal bewegen. Gut, dann heißt das wohl für uns, wir sind voll, wir sollten gehen. So, wo ist unser Haus? Da ist unser Haus. Haus Seeblick. Hm, verschüttet ist unser Haupthaus. Wenn wir einen schönen Blick haben. Ja, was haben wir mal so ein Haus? Und so ein Haus haben wir, können wir uns einen Schiffswrack angucken. Way. Und bei dem wiederum anderen Haus, das hatten wir da, ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, stimmt, das war einfach nur im Wildnis auf einem kleinen Hügel. War auch nichts Tolles. Schade eigentlich. So, und jetzt sind wir schon da hier. Hallo Sophia, die nackt ist. Nice. Wer war das? Egal. Ich dachte gerade, die läuft zu mir. Bist du so schnell unterwegs gerade, hä? Man bewegt euch doch langsamer. Ach, egal. Hallo, ich bin's, der Fio. Ich hab wieder neues Zeug dabei. So, ja, den beiden können wir nicht ablegen. Ich weiß immer nicht, wie wir das bringen sollen eigentlich. Egal, falsche Abteilung. Glas, Goldbarren, das kann alles weg. So, Lederstreifen, Lexikon können wir nicht ablegen. Markloses Zeug. Auch ein Pferd zu hatten. So, das kann auch alles weg. Zack, zack, zack. Na, wir haben ein bisschen so ein Gewicht schon mal verloren hier. Oh, hi. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ja, ja, whatever. Zack, 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 zack. Ich bin dann fast überall Tane. Ja. Wie viele menschlichen Herzen habe ich eigentlich? Wenn jemand hier meinen Laden mal durchsucht, ey. Oh, guck mal, wie viele menschliche Herzen der hat. Ja, aber ich bin halt Krieger, ne? Ich habe schon tausende Gegner getötet. Kann sich doch das eine oder andere Herz mitnehmen. Ich brauche auch Gefühle. So, Bücher, weg damit. Hm, ach, oh. Ich hätte die Zauberbücher vielleicht mal vorher lesen sollen. Egal. You've a butler. Was? Hm. I'm afraid you don't like her. Okay. Zaubertränke. Alle ablegen. Wuhu. Zack, 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 zack. Oh, wir haben wieder Schriftrollen dabei. Warum haben wir so viele Schriftrollen in letzter Zeit bekommen? Hm. Egal. So. Waffen, wir haben immer noch Waffen hier, die wir ablegen wollen. Den da zum Beispiel und den, den. Dort kann weg. Das bleibt da. Das kann da bleiben. So, die ganzen Fallen. Der, der und du. So. Dann hier noch Bekleidung. Ebenerz, Ebenerz. Oh, das ist auch ganz nett, ja, alles, aber das kann ich leider nicht in meiner Rüstungskiste gebrauchen gerade. Okay, wir haben nichts mehr. Noch normale Rüstung, okay. Ich hatte noch krasse Rüstungen gehabt, aber gut, dann halt nicht. Doch, da ist doch was, ja. Einfach übersehen, ne? Sehr viele Magier rum. So, so. Zack. Und Kleidung. So. Sind wir jetzt relativ leicht? Ja, wir sind wieder leichter. Wir sind leichter, Sophia. Wir sind nicht mehr schwanger. Kappa. So. Ja gut, dann guck ich mal, wen ich mir als nächstes holen werde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Haut rein. Ciao, ciao.